So, da geht's auch schon weiter. Und ja, unsere Leutchens haben irgendwie keine Chance gegen die Gypsies. Verstehe ich überhaupt nicht, aber ich verstehe auch nicht, warum ich nicht aussteigen kann. Also müssen wir gucken, dass wir das selber irgendwie hinkriegen, ne? Eieiei. Das ist hier für eine Leichenansammlung, sagen Sie mal. Das geht ja gar nicht. Ich weiß übrigens auch nicht, wo wir dann hinfahren müssen. Das ist jetzt erstmal nur so ein Provisorium. Gott, wie sich das anhört. Du und ich, Motherfucker! Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Und jetzt haben wir auch noch einen Platten. Jetzt bist du erledigt. Ich glaube, ich habe mich vollgepisst. Tja, das ja, sollte anders laufen wie eigentlich gedacht. Und leider können die auch ein bisschen schneller aufholen, wie sie eigentlich können dürften und müssen und ach, was weiß ich. Auf nicht. Scheiße. Ja, man müsste mal hier im Auto die ja. Nee, also ich glaube, das können wir gleich nochmal komplett neu machen, weil ohne Munition habe ich hier eigentlich gar keine Chance. Wo soll ich dich absetzen? Ich habe da so ein Mädel, Henrietta. Ich glaube, ich habe mich vollgepisst. Na Gott sei Dank. Wo war ich? Ach ja, ich habe da so ein Mädel, Henrietta, ist im Karussellhotel abgestiegen. Scharf wie eine Rasierklinge. Hab eine Notfalltasche bei ihr gelassen. Sollte alles Nötige drin sein, um klarzukommen. Na dann bist du ja versorgt. Du weißt, dass Sammy stolz wie Oscar auf dich war, oder? Nicht nur wegen der Kriegsscheiße und so. Auch deswegen, wie du dich durchs Leben gekämpft hast, bevor du zu ihm kamst. Wie du auf Alice aufgepasst hast. Und wie du Paula geholfen hast, als sie krank war. Er hat dich bewundert. Vergiss das nicht. Der scheiß Sal ist ein Penner gegen Sammy. Wahre Worte von Enzo Conti. So. Oh yeah. Vorne ist es gut. Ich wollte dir noch mal sagen, wie leid mir das mit Sammy und Alice tut. Weiß ich zu schätzen. Langer Ladebildschirm? Die Enzo Conti abgeschlossen. Ja, es hat auch lang genug gedauert. Du siehst aus wie so. Die Katze, die den Sittich gefressen hat. Dies ist unser erster Schritt, um Arcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Soll das ein Witz sein? Schon klar, das ist alles neu für dich, aber meine Leute schmeißen den Laden doch schon. Also wo liegt das Problem? Ich werde nicht um einen Bezirk betteln. Du weißt, was ich zu bieten habe, sonst hättest du mich erst gar nicht an diesen Tisch geholt.
Also tu, was du tun musst, damit ich wieder an meine Arbeit gehen kann. Wäre mir neu, wenn es in dem Stadtteil was zu holen gäbe. Aber egal, deswegen meine ich trotzdem, dass ich diesen Bezirk kriegen sollte. Das Treffen. Du hast die Geschäfte in diesem Bezirk schon verteilt. Aber nun musst du den Bezirk selber einem deiner Unterbosse zuweisen. Der Unterboss, dem du den Bezirk überlässt, bekommt auch automatisch die Kontrolle über die Geschäfte. Das ist ja unglaublich, das wusste ich noch nie. Wenn du einem Unterboss einen Bezirk überlässt, schaltet das nicht nur mehr Gefallen und einen hörbaren Kickback frei, es steigert auch dessen Loyalität dir gegenüber. Mhm. Deine Unterbosse können es dir übernehmen, wenn sie keine Bezirke zugewiesen bekommen, was später unangenehme Konsequenzen haben könnte. Aber wenn du wirklich das Maximum aus deinen einzelnen Unterbossen rausholen willst, musst du schwere Entscheidungen treffen. Okay. Ich bin dafür, gleich von Anfang an Flagge zu zeigen. Ja gut, da Vito ja sowieso schon die, die Dings hat, also das würde ich dann an Vito geben. Sag mir, dass es dir ernst ist mit unserer Zusammenarbeit. Bislang merke ich davon nämlich nichts. Und wir haben einen langen Weg vor uns. Fang nicht schon falsch an, Junge. Nee. Wer soll's denn nun sein? Der hier geht an Skelette. Wurde auch mal Zeit. Ich wusste immer, du hast was in der Birne. Ich beiß mir auf die Zunge und hoffe eben auf den nächsten Bezirk. Alles gut, Bruder. Noch. Ich werde einfach in aller Ruhe abwarten, bis einer von euch Arschlöchern Scheiß baut. Ihr seid gewarnt. Das war's für jetzt. Ich melde mich, wenn ich was brauche. Und die werden alle da so sitzen gelassen. Klasse. Warum nicht? Ja. Ja, dachte ich mir auch. So ein Arsch. Sie hatten recht. Ich muss Schluss machen. Danke erstmal. Weit mein Teil, Donovan. Miss Lancaster hilft mir bei einer anderen Sache. Hat dir Enzo einen Namen genannt? Ja, Remy Duvall. Er baut nicht nur das Casino, ihm gehört auch das Grundstück, wo es stehen soll. Remy Duvall, der Vollidiot aus dem Radio? Ja, seine Familie lebt schon seit etlichen Generationen hier und er hält sich für den großen Master. Nach dem, was hier steht, leitet er nebenbei auch noch die Southern Union. Und die ist quasi das gleiche wie der verschissene Clan. Kurz bevor ich nach Nam bin, haben Pater James und ein paar andere dagegen protestiert, dass es in der Stadt keine schwarzen Cops gibt. Die Southern Union kam und hat jeden verdroschen, den sie in die Finger gekriegt haben. Am nächsten Tag haben sie dann Gott hasst Nigger auf die Fassade seiner Kirche gesprüht. Hätte Präsident Andrew Johnson die Verräter damals hinrichten lassen, dann gäb's das ganze Scheißproblem jetzt nicht. Enzo hat außerdem Olivia Marcano erwähnt. Olivia ist ein Sonderfall. Altes Südstaatengeld. Sie war mal mit Sals Bruder Lucho verheiratet, bis ihm einer die Kehle aufgeschlitzt hat. Und sie hat das Sagen in Frisco Fields? Ja, seit Lucho tot ist. Sie hat den Drogenhandel ausgebaut und ein PCP-Labor eingerichtet. Dort oben leben eine Menge Mafiosi. Wahrscheinlich hat sie dort sowas wie einen Treffpunkt. Wahrscheinlich irgendein Hinterzimmer. Ich wusste nicht, dass die Mafia weibliche Kapos hat. Sie ist da, um auf Duvall aufzupassen. So wie ich das kenne, hören Bonzenwichser nur auf andere Bonzenwichser. Wen schnappst du dir zuerst? Duvall. Auf seinem Land wird das Casino gebaut. Sein Tod macht dir da alles schön nervös. Willst du ihn rauslocken, indem du Olivias Geschäfte störst? Weißt du, ich kenne solche rassistischen Arschlöcher schon mein ganzes Leben. Wenn Schwarzer kommt und diesen weißen Pissern auf den Sack geht, das kann er niemals auf sich sitzen lassen. Der Mann ist zu stolz. Hey, der Bourbon war nicht billig. Viel Erfolg. Sehr schön. Wir haben einen Gefallen dazu bekommen. Oh, das ist ja schön. Rede mit Vater James, entbehrlicher Neger. Mhm. Neues Fahrzeug freigeschaltet. Bullworth was? Muschi ach, was weiß ich. Egal. Nun, da Enzo Conti die Fliege gemacht hat, kannst du dich auf den Weg nach Frisco Fields machen, um dich um Sales Capo Olivia Marcano kümmern. Ich habe uns gerade erstmal den Timer gestartet, also die Folge wird eventuell ein bisschen Überlänge haben. Olivia ist eher ein notwendiges Übel als ein geschätztes Familienmitglied. Frisco ist die Heimat für Cell und all seine Mob-Freunde. Wenn du sie zuerst erledigst, triffst du die Elite von New Bordeaux da, wo es wirklich wehtut. Alles klar.
Story auf der Fallschale Southern Union. Story auf der Fallschale PCP. Okay. So, wie gesagt, das gehört jetzt hier dem guten Vito. Da spacken die Frames so ein bisschen rum, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Und ich denke mal, die Innenstadt, die wird dann, ich denke mal, die wird Birk bekommen. Weil Birk hat es ja auch schon seine Typsis hier vergeben. Und ja, ich denke mal, das können wir dann so gedingsen. So. Also Frisco Fields. French Word. Oh, Frisco Fields ist auch wieder ein recht großes Gebiet. Aber wir werden uns jetzt erstmal um Tony DeRazio kümmern. Aber ich glaube, vorher werde ich mir noch mal eben eine kugelsichere Weste holen. Damit das dann alles soweit auch funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Ja? So. Alles klar. Dann können wir loslegen. Und ich glaube, ein bisschen Munition müssen wir auch nochmal genießen. Auf dem Weg! Weißt du, wenn ich erfahre, ist ist Panama. So. Also wie gesagt, ein bisschen Munition auffüllen müssen wir auf jeden Fall. Weil wir ja gerade mit dem guten Enzo Conti unsere ganze Pistolenmunition verschossen haben. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, weil da, wo wir jetzt hinfahren, in dem Bereich, da haben wir ja das Badehaus und auch die die Baustelle war das, glaube ich. Und da können wir auf jeden Fall eine kugelsichere Weste holen und dann natürlich auch ein bisschen Munition. Und das wollte ich ja so, ne? Hoffentlich. Mensch, Kollege, ich fahre ja lang. Hast du es nicht gesehen? Also warte mal, bin ich jetzt hier auf Resetta? Naja, egal. Wir müssen einmal dahin, ne? So, ja, fährst du rum. Komm, zack, zack, zack. Hey, jetzt zeig das Geld. Zack, zack, mit dem Geld. Wir können uns hier nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Wir wollen das ja auch schnellstmöglich über die Bühne bringen, ne? Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere mit der Olivia Marcano, da werden wir auch ganz viel Spaß haben. So, Mahlzeit. Keine Sorge, Mr. Clay. Wir halten den Laden hier am Laufen wie ein Uhrwerk. Sie werden es nicht bereuen. Sie haben mein Wort. Früher bin ich immer gern zum Barbarian gegangen, ja. Aber in letzter Zeit lässt die Qualität schwer nach. Okay. Das können wir erstmal durchgehen lassen. So, guten Tag. Aus dem Weg. Willst du dich mit mir anlegen? Jetzt muss ich... Wo war denn jetzt hier der... Der gedingste Schrank. Also das Ding, wo ich jetzt... Halte den Kopf unten. Geh zur Arbeit, geh in die Kirche, bete. Halt dich an die Gesetze. So lebst du ein gutes Ach, Leben. Guck mal. Danke. So. Aber wir haben ja nur zwei von den Spritzen. Das heißt, da müssen wir auch nochmal eben ein bisschen... Und so. Ich weiß nur nicht, ob hier oben eine war. Also hier unten ist auf jeden Fall eine. Dankeschön. Und eventuell auch noch hier auf der anderen Seite. So, einmal kurzes Bad nehmen. Schade, hier ist keins. Aber das ist nicht schlimm. Ich denke mal, mit drei müssten wir auch erstmal hinkommen.
Und ich glaube für das, also das Hotel, wo wir jetzt da reingehen, könnte sein, dass wir da zwei Folgen für brauchen. Also das, weil das nämlich doch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Nur schon mal so als kleine Info vorweg. So, ja Leute, ich darf hier lang fahren. Ihr will wohl, dass ich einen Herzanfall bekomme. Ja, das ist ja nicht mal ein Problem, ne? Na, also wenn du einen Herzanfall bekommst, dann musst du zum Arzt gehen. Ja, roll zurück. Kein Ding. So. Alles klar. Mit welchen Mitteln kamen Sie an Tony D'Orazio ran? Ich hatte in dem ganzen Laden Wanzen und Mikrofone platziert. Als der Verrückte das Hotel verließ, wegen dem Deal, habe ich mitgehört. Tony, wusste gar nicht, dass du heute kommst. Wie geht's? Packe gerade das Geld für euch ein. Wie lange bist du jetzt in diesem Business, Joe? Ich weiß nicht. 5, 6 Jahre? 5 Jahre, 3 Monate und 18 Tage. Hm, die ist abgelaufen. Hör zu, ich weiß, ich bin spät dran, aber das ist nicht mein Fehler. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Ordnung. Wenn man die Ordnung vernachlässigt, macht sich Unordnung breit und zerstört alles, was man im Leben erreicht hat. Dann hilft nur noch, sie zu isolieren und auszumerzen, bevor es zu spät ist. Du verstehst, Alter. Joe? Sicher, Tony, aber hör mir mal zu. Irgendein Knallkopf schießt dir alle über den Haufen. Weißt du, wie viele er schon gekillt hat? Ja. Alter. Wieso spacken die Franzis so rum? Dominic, richtig? Hallo, hallo, hallo. Alter. Du nimmst den gepanzerten Wagen und sorgst persönlich dafür, dass alles uns geschuldete Geld eingetrieben wird. War das klar und deutlich? Ja, ja, Mr. D'Orazio. Sobald du alles beisammen hast, lieferst du es direkt bei mir im Hotel ab. Der Code für den Lift ist 0451. Von da an hat der Lincoln zwei Optionen. Den Liftcode benutzen, um in die Lobby zu fahren, was in einer Mordsschießerei enden würde. Oder Dominics Auto klauen und sich reinschleichen, durch das Parkhaus des Hotels. Klau ein paar von diesen schicken Seifen. Im Hotel geben sie mir keine mehr. So. Stiehl Dominics Auto. Hm. Betritt die Lobby oder stiehlt das Auto? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das letzte Mal, also wo ich das auf der PlayStation gezockt habe, weiß ich gar nicht, wie ich es da gemacht habe. Aber ich denke mal, es wird das Beste sein, hier Dominics Auto zu stehlen. Das wäre jetzt so meine gedingste Entscheidung. Na, also keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist oder schlechte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Guck, ich habe gesprochen, ich habe entschieden und ne? Ihr wisst Bescheid. Tja, immer schön aufpassen, wer hier rausfährt, ne? Ich habe Vorfahrt, ich bin im Kreis. Na? Was wird das hier, wenn es fertig ist? Alle zerbeulen sind nur mein Auto. So, das wird wahrscheinlich hier... Ach, wir sind auch wieder... ein paar Fleutschen.
dauert denn da so lange? Was dauert einen Monat? Warum flüsterst du? German. Oh, Tony, aus Dominik. Du spinnst doch völlig, Mann. Das dauert 6 Monate, mindestens. Hä? Ja, komm mal her. So. Was zum Teufel war das? Das war ich. Wollt mal gucken, ob du es hörst. Ich hab ihn! Wer ist denn das, Arschloch? Wo bist du hin, Schwanzlutscher? Der Neue, ich soll hier singen. Boom, Baby. Na wunderbar, und Munition auch wieder komplett aufgefüllt. Oh, ist das geil. Nice. So. Okay. Ja, hier können wir nochmal hier ein bisschen Geld mitnehmen, ne? Ist ja alles wichtig und so, ne? Klo können auch mal wieder geputzt werden, ne? Also für nächstes Mal. Huch, du weißt Bescheid. So. Ah, warte mal. Momentchen. Stopp. Ich hab da gerade noch so ein ganz kleines Anliegen. Danke. So, jetzt darfst du losfahren. So, fahr in die Garage des Royal Hotels. Darf das Auto Beulen haben? Darf die Scheibe kaputt sein? Obwohl, den Toni dürfte es ja nicht mehr interessieren, ne? Weil... Also, ich denke ja mal, dass der ja, das zeitliche Sicht nicht wird. Also... So. Wir schleichen uns rein. Komm rein, Dominik. Park einfach irgendwo. Irgendwo. Mhm. Alles da. Also ganz egal. Ich parke hier auf der Straße. Ne? So. Erledige Toni D'Erazio. Benutze den Aufzug. Mhm. Mal ganz kurz umgucken hier. Alles klar. Gut, ich muss jetzt gerade nochmal überlegen, wie ich das jetzt hier genau hindeichsle. Ich hab mich doch nicht verhört, oder? Nö. Ich hab's auch gehört, es war ein ganz großer Pups. Ja, genau das hätte ich auch gesagt. Ne? Verdammt, was ist das? Sag was, wenn du mich hörst! Hoffe, er ist nicht tot. Dreck, hört ihr das? Hm. Danke. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob der mich jetzt von draußen sehen würde. Aber okay. Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Ja, genau. Hast du richtig mal? Hey, richtig! Wo bist du, Partner? Der ist nicht mehr da.
Kumpel, hör auf mit der Scheiße! Dann Kumpel nicht hier draußen. Der wollte sich einfach nur mal ein bisschen ausruhen. So. Komm du Oma her. Wunderbar. So. Und schon ist er Ruhe. Na freilich. Das ist aber eine geile Karre, ne? Also, doch. Würde ich nehmen. Sehr gerne sogar. So. Ja, komm, den Aufzug, den können wir auf jeden Fall noch nehmen, ne? Mal sehen, ob das unser Grab wird. Bin ja echt mal gespannt. Die Lautstärke war ausreichend, danke. Was? Ich habe bereits angemessene Maßnahmen eingeleitet, um die Sache zu regeln. Du kannst mir vertrauen, ich habe alles im Griff. Das will ich auch verdammt nochmal hoffen. Wenn die Sache mit dem Richter schief geht, steht uns die Scheiße in 0,9 bis zu Hals. Wir haben nichts Bedeutendes verloren, außer ein paar Männern. Und die sind ersetzbar. Oder anders gesagt, es gibt nichts, was leichter zu ersetzen wäre. Oh ja, ich habe verstanden. Und ich gebe dir mein Wort, dass alle Zahlungen weiterlaufen wie geplant. Keiner unserer Partner muss sich graue Haare wachsen lassen wegen unserer momentanen Schwierigkeiten. Ja? Okay. Ich verlasse mich auf dich, Tony. Bau keinen Scheiß. Auf Wiederhören. Na, Dolikowski. Aber wie gesagt, diese Frame-Einbrüche, die sind mir doch ein bisschen, suspekt. Da weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. So, finde Toni. Ja. So, Vorsicht, schon mal die Knarre rausholen, man weiß ja nie, ne? Okay. Sind sie aber auch wieder richtig schön verteilt. Das heißt, das könnte auch wieder ein bisschen, Zeit mit sich ziehen. Aber wisst ihr was, bevor wir das machen, ich werde jetzt trotzdem schon mal einen Schnitt setzen, damit die Folge nicht doch zu lang wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, was uns hier in diesem wunderschönen Hotel erwarten wird. Macht es gut, Leute. Tschüssi.